Da Supermans Regime gestürzt war, strebten neue Regierungen an die Macht. Neue Herrscher bedeuteten neue Kunden für Deathstroke und die Geschäfte liefen großartig. Schon bald konnte er sich nicht mehr allein um die zahlreichen Mordaufträge, Revolutionen und Unruhen kümmern. Die Elitetruppen des eine Erde-Regimes, die in Supermans Namen unzählige Gräueltaten vollbracht hatten, sahen sich nun der Rache des Pöbels ausgesetzt und versteckten sich. Niemand konnte sie finden, bis auf Deathstroke, der aus diesen Söldnern die New Titans machte. Die besten politischen Attentäter der Welt.